ersten Video der Christmas-Cookie-Serie. Heute machen wir Spitzbuben. Hier ist alles, was ihr braucht. Als erstes geben wir Butter in eine Schüssel. Diese schlagen wir ein bisschen schaumig. Sollte dann ungefähr so aussehen. Danach geben wir den Zucker dazu. Nun werden Butter und Zucker miteinander vermischt. Zu der Butter-Zuckermasse geben wir jetzt ein Ei. Und vermischen alles miteinander. Sollte dann ungefähr so aussehen. Nun sieben wir das Mehl dazu. Das Ganze ein bisschen schneller, bitte. Jetzt geben wir noch einen halben Teelöffel Backpulver hinzu. Und vermengen das Ganze wieder miteinander. Hier am besten nehmt ihr dann eure Hände und formt einen glatten Teig. Der Keksteig ist fertig. Diesen tun wir jetzt in eine Frischhaltefolie und für eine Stunde in den Kühlschrank. So. Der Teig war jetzt eine Stunde im Kühlschrank. Wir nehmen jetzt ein bisschen Mehl und rollen ihn aus. Wir stechen jetzt die Kekse aus. Es werden jetzt immer ein Boden und ein Deckel ausgestochen. Nachdem ihr alle Kekse ausgestochen habt, kommen diese für 8 bis 12 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. Hier seht ihr die fertigen Kekse, jeweils Boden und Deckel. Wir haben jetzt hier die fertigen Kekse. Da machen wir jetzt Marmelade drauf und dann einfach den Deckel drauf. Gebt ruhig ein bisschen mehr Marmelade drauf, dann bleiben sie schön saftig. Zum Schluss geben wir noch Puderzucker auf die Kekse.